Wieso hier zum... kann ich keine... Wieso zum Geier kann ich keine Türen platzieren? Gegenfrage, warum kann ich keine... hier Fackeln herstellen? Keine Ahnung, irgendwie scheint es hier gerade ein bisschen buggy zu sein. Ich krieg von Steam eine Benachrichtigung, ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Okay, komisch. Hä? Human Game Designer. Also Starbuck. egal wo ich die Dingens hinstellen will. Die Tür, es geht nicht. Ich... Packst du mal auf einen anderen Slot. Vielleicht geht's dann. Tür packe ich jetzt mal dahin. Nee. Hä? Oh, ich habe 43 Fackeln. Braucht die eine Dingens? Eine Befestigung? Fackeln gehen kaputt nach einer Zeit, oder? Die brennen runter. Nein. Wir haben doch auch Fackeln im Haus. Die bleiben doch auch bestehen. Ja, dann. Ah, die brauchen eine Befestigung oben und unten. Ich habe gerade eine Kupferquelle gefunden. Nee, also mit dem Server stimmt alles. Also Server. Nee, die Tür braucht einfach nur eine Befestigung oben und unten. Okay, alles klar. Wusste ich nicht. Sorry. So. Dann. Da oben müsste eigentlich jetzt noch... Ja, weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. So, jetzt ist nämlich die Frage. Wollen wir denn... Q müsste Quest sein, ne? Wollen wir denn... Quest ist J. Nee, das will ich aber nicht. Optionen, Controls... Game. Open Codex hier. Quest ist Q. So, Accept. Accept. Q. Der Anfang. Wir sind im Augenblick im Orbit einer unbekannten Welt. Das Schiff ist schwer beschädigt und wir können den Orbit nicht verlassen. Ich schlage vor, du verwendest den Teleporter und suchst auf dem Planeten nach Vorräten und vielleicht einer Möglichkeit, das Schiff zu reparieren. Nicht folgen, Quest folgen. Sammle Kernfragmente. Das ist die Frage, wie mache ich das? Kernfragmente. Warte, ich muss hier wieder meine Taschenlampe. Ja, zwei haben. Weil da fühle ich mich sicher. So. Weil ich würde jetzt nämlich mit dem Kupfer, was wir haben. Ich habe noch jede Menge Kupfer, ne? Ja, geil. Das ist die Frage, ob ich das hinge. Wir haben jetzt nämlich 28 Kupfer, Erz und 5 Kupferbarren. Jetzt müsste ich mal gucken. Wenn ich jetzt... Hallo? Nein. Wenn ich jetzt das Kupfererz und das Kupferbarren mitnehme... Kohle, ich weiß nicht. Brauchen wir für den Ofen Kohle? Weiß es nicht. Material vorhanden, Kupferbarren da. Wäre komisch, wenn wir keine Kohle bräuchten, oder? Ich brauche keine. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Hab jetzt mal einfach hergestellt. Kamen, was heißt denn Kamen? 20 Pixel. So, jetzt habe ich 19 Kupferbarren. Man braucht keine... Ja, man braucht keine Dingens. Ja, keine Kohle. Silber, Kupfer, Gold, Eisen, Wolframbarren. Hilfe. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Ja. Ich bin jetzt am Arsch der Welt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurück zum Haus finde. Du kannst dich zu mir teleportieren. Ja, aber dann finde ich den Weg hier runter nicht mehr. Ach so. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich baue mir jetzt einfach einen Weg mit Fackeln. Kupferkiste. Oh Gott, nee, bitte nicht. Das wäre Verschwendung. Nee, jetzt sag mal ehrlich, wo habe ich denn... Wo kann ich denn... Das hier ist hölzerne Werkbank. Was ist das hier? Erfinderstuhl. Ach, Erfinderwerkbank. Ich guck mal oben beim Amboss. Ich könnte mir Eisen... Nee, Seil. Okay. Titanbarren gibt es auch noch, um Gottes Willen.
Nee, ich habe absolut keine Ahnung, wie man sich hier irgendwelche Werkzeuge macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Na, ist doch erstmal Latte, oder? Ja, Webstuhl, das könnte man. Latte gesagt. Amboss. Ja, Amboss eigentlich, ne? Ich meine, gut, vielleicht müssen wir den Amboss auch erst upgraden hier. Hier ist ne, die Rede von einem Upgrade. Das kann auch sein, aber trotzdem, man muss. Weiß ich nicht. Wenn wir Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn? Warte mal. Moment. Lalalala. Wir haben jetzt hier, da packe ich zurück. 4 Eisenerz. Toll. Ah, so geht das. Ich will das nämlich nicht alles einzeln machen. Na, bist du irre? Was habe ich hier? Manipulator-Modul. Hallo. Nee, das ist hier mit den Hotkeys irgendwie doof. Warte mal, Controls. Toolbar, Player. Nee, Toolbar. Ob ich hier irgendwo was... Ich muss irgendwo was mit Shift haben. Camera Look. Oh Gott. Irgendwo was mit Shift. Seil haben wir, alles klar. Das behalte ich mal hier. Das hier sind Baustoffe, die kann ich auch mal braten. Ist draußen hell oder dunkel? Dunkel. Lehm. Setzlinge. Die pflanze ich gerade mal ein. Ich habe auch ganz viele Setzlinge. Ja, ich gehe die mal alle und so. So. Also wenn du noch welche haben willst, kann ich dir ganz viele geben. Ich nehme erstmal hier mit. Ja, damit uns die Bäume nicht und so, ne? Ausgehen. Na. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. So. Das ist nicht wahr. So, jetzt aber. Gut. So, lalalala. Setzlinge. Die sehen irgendwie komisch aus. Aber gut. Ist ja Wumpe. Ist ja hier nicht mein Planet. Ich wohne ja nur hier. So. Hä? Ich konnte doch hier auch. Ich wüsste so gerne, wo ich bin. Ich mach das hier noch zu Ende. Und versuche ich dich mal zu finden. Ich glaube, ich bin relativ weit oben. Ich höre den. Es regnet gerade. Den Regen. Ja, es regnet gerade. Also vielleicht. Dann könnte ich mal gucken, ob oben das voll wird. Voll? Was voll? Die Regenrinne. Ach so. Ja. Voilà. Mörder des Tages. Lalala. 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 Oh, Starbound ist so entspannt, ne? Uiuiuiui, sagt er und wird angegriffen. Oh, 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 oh. Jetzt aber vorsichtig. So. Bandagen. Wo sind sie? Da. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit Essen, sag mal? Haben wir hier überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Warte, kann man jetzt schwimmen? Nee, okay, ich dachte. Sah so aus. Also so richtig mit Schwimmanimation und so, meine ich. So, warte, hier habe ich jetzt noch 4 Setzlinge. Warum sind denn die Nachbarn schon wieder so früh wach? Was soll das denn? Runter von meinem Rasen. Ja, 10 Damage. Hallo? Ist doch gelitten.
Tja, hätte man jetzt mal eine Axt. So, warte, ich gucke. Nee, füllt sich nicht. Warum auch immer. Irgendwie? Weiß ich nicht. Hä? Müsste sich das nicht eigentlich füllen? Das war doch beim letzten Mal auch so. Hä? Du, keine Ahnung. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Warum erscheint das nicht hier? Oh, ich glaube, das Spiel buggt bei mir. Warum? Weil hier gerade ein paar Gegner einfach festgefroren sind. Ich kann keine Klötze mehr setzen. Oh, das ist doof. Ah, jetzt läuft's wieder. Alles klar. Klötze geht auf einmal bei mir gestorben. Und alle, die ich gerade gekillt habe, sind respawned. Hi, hey, hey. Ah, hi. Und warum sagst du nicht was? Uiuiuiui. Oh, okay, deine Axt ist stark, aber du hast eine langsame Angriffsgeschwindigkeit, ne, sehe ich gerade. Ja, eine extrem langsame. Okay. Aber sie ist halt auch nur einhändig. Und guck jetzt mal an. Jetzt ja. Nimmt der Schaden über Zeit. Ja, dann ist es Gift. Dann ist das tatsächlich Gift. Oder so, irgendwie. Warte mal, komm mal mit. Wo geht's jetzt hier raus? Ich habe uns übrigens einen Weg gemacht, wo ich lang gegangen mit Fackeln. Ja. Da unten gab es jede Menge Eisen und und so weiter. Ja, okay. Oh, das ist gut. Dann hast du das alles mitgenommen, ne? Nein, du wolltest doch haben, das Eisen. Nein, nimm ruhig mit. Oh, Hilfe, ich bin gleich tot. Oh, diese Waffe ist zum Kotzen. Oh, diese Viecher, ne? Soll ich dir helfen? Ja, ja, mach ruhig. Also, geh mal drauf. Hier, ich leuchte ein bisschen. Boah, jetzt hast du bei mir gerade auch gebuggt. Schon wieder. Okay, heute ist es irgendwie nicht so flüssig. So, ich muss jetzt mal gucken, wie ich hier weiter hoch. Komischerweise. Ich gehe jetzt hier wieder weiter hoch. Warum auch immer. Weißt du, in welche Richtung unser Haus liegt? Ich habe absolut keinen blassen Schimmer. Ich habe mich zu dir gebeamt, also das kann überall sein. Das ist ganz toll. Ja. Aber hier sind wir doch schon an der Oberfläche. Fast. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, weil es von draußen hell ist, ne? Nein. Hier, ich habe den Weg gefunden nach draußen. Zum Haus? Ja. Du bist ganz in der Nähe sogar. Welche Richtung? Nach rechts von dir aus. Lol. Warte, ich finde dich. Komm mit mir. Wo bist du? Dann, ich sammle gerade die ganzen Fackeln wieder ein. Brauchst du nicht. Komm mit. Natürlich, die Fackeln sind ja ein Weg, wo es lang geht. Einfach hier lang. Und dann so weit wie möglichst nach oben. Achso, du meinst... Ah, ich verstehe jetzt, was du meinst, okay. So, warte, wenn du da oben jetzt hier... Warte, und so... Warte, wenn du da jetzt so... Dann siehst du hier oben schon die Setzlinge, die ich vorhin hier gepflanzt habe. Irgendwo... Ja, hier oben, da sind schon die Setzlinge. Da sind jetzt sogar Bäume draus gewachsen. Hier bin ich vorhin runtergeplumpt, deswegen habe ich hier so ein Dingens gebaut. Warte, wir machen das gerade mal anders. So. So, hier. Und hier rechts ist schon unser Haus. Also du müsstest jetzt eigentlich bei uns... Ja, noch nicht ganz. Aber mein Feld ist zumindest hier. Boah, und die Bäume wachsen schnell. Halleluja. Oh, Kohle. Ist das Kohle oder ist das Eisen? Was ist es? Weil Kohle haben wir eigentlich genug, würde ich behaupten. Warte, können wir Kohle als Treibstoff nutzen? Für das Schiff? Oh. Janik? Ja. Janik ist... der kommt gleich wieder. Macht euch da mal keine Sorgen. Telekom-Internet. Nein, ich weiß nicht, was der für ein Internet hat. Das ist jetzt gerade weniger lustig. Ja, der wird gleich einfach wieder zu uns finden. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. In der Zeit würde ich ganz einfach mal gucken. Ganz, ganz schnell einfach mal eben gucken.
Oh, er ist noch im Discord, also das wird zumindest noch angezeigt. So. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sein Spiel abgekackt ist, keine Ahnung. Da ist er auf jeden Fall raus. So, die Muschi darf nicht mit. Navigation offline. Jetzt ist die Frage. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie man hier was machen kann. Ui. Ja, logisch. Ich bin ja jetzt natürlich auf meinem Planeten. Das ist jetzt natürlich... Oh, oh. Das ist jetzt natürlich weniger gut. Ja. Toll. Super. Aufnahme läuft, würde ich sagen. Ja, ich weiß was, ich nehme jetzt hier einfach mal die Bäume mit. Einfach damit ich in der Zeit einfach mal was Sinnvolles mache. Ich hoffe, der Yannick kommt gleich einfach wieder dazu. Ich meine, der wird sein Bestes geben, da spricht nichts dagegen. Ja, mal gucken. Aber wir brauchen eh noch Holz. Also von daher, keine Ahnung. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das sein Internet ist oder ob das halt einfach das Spiel ist. Aber andererseits, er ist ja im Discord auch weg. Also von daher wird das... Oder es ist sein Rechner. Gestern ist sein... War das gestern? Als wir den letzten Tag nochmal gequatscht hatten. Da ist ja sein Rechner auch einfach gefreezed. Ach ja, das war im Stream. Da haben wir ja Brawlhalla gespielt. Sein Rechner ist ja einfach stehen geblieben. Einfach gefreezed. Aber wir konnten noch im Discord reden, glaube ich, oder? Irgendwie so. Also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz strange. Ganz merkwürdig. So. Ja, ein Gesprächsthema für solche Situationen habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. So ein professioneller Let's Player bin ich dann jetzt auch nicht. Tut mir sehr leid. Ich weiß, ich bin ein böser Mensch. Ja, Starbound. Also ich hatte solche Probleme tatsächlich noch nie. Er wird uns wahrscheinlich gleich berichten, was passiert ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es nur am Spiel liegt. Aber andererseits, warum habe ich dann keine Probleme? Aber andererseits, er hat einen deutlich besseren Rechner als ich. Also und nehme ja auch noch auf. Nebenbei. Was ja auch nochmal Leistung frisst. Also eigentlich, weiß ich nicht. Also sein Rechner dürfte nicht abgestürzt sein. Ich denke einfach mal, das ist das... Ja, das gute alte deutsche Internet halt, ne? Oh, oh. Aua, Drecksack. Hehehe. Muss mir auch bald mal solche Bandagen wieder machen, ne? Solche Heilsalben. Davon haben wir auch nicht unendlich viele. Boah, guck mal. Boah, ich liebe diese Effekte hier. Das ist einfach der Hammer. Sorry, aber ich stehe da voll drauf. Was ist denn nass? Ja und? Dann regnet es halt ein bisschen. Na und? Nee, ich darf mich nicht beschweren. Ich kann mit Regen eigentlich nicht leben. Oh, guck mal. Oh, Yannick ruft mich gerade auf dem Handy an. Geil. Bis gleich.